Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wir sind hier immer noch bei der Monster Farm beschäftigt, wo wir ja jetzt hier vorhaben, die restlichen Monsteranstalt Special zu bekämpfen, damit endlich ja das letzte Monster hier generiert wird, welches ja leider hier immer noch unbekannt ist, aber wir wissen immerhin schon mal, wie viel es kostet, es ja hier zu bekämpfen. 25.000 Gil kostet der Teil. Also sogar noch wesentlich mehr als jetzt noch alle anderen Kreaturen hier. Na gut, machen wir erstmal weiter. Ich war hier stehen geblieben bei der Sabberschnecke. Die ist jetzt als nächstes dran. Ja, und ein Monster wie dieses hier haben wir bisher noch gar nicht hier zu Gesicht bekommen. Wenn wir gleich mal sehen, wie das aussieht. Oh ja. Ja, das nenne ich mal eine Ansage, Riku. Dann machst du auch mal gleich hier den Anfang. Und ich denke mal, wir werden hier ein klein wenig Tempo in das Spiel bringen. Und fangen wir hier sofort mit den Rapidschlägen an. Und nochmal, Rapidschlag. Können wir erstmal hier eine schöne Angriffskette durchziehen. Natürlich ein bisschen schwieriger wird es ja allerdings, wenn das Ding sich ja hier in seinem Häuschen verkriechen will. Das weiß ich ja zufällig noch irgendwie. Dass da noch irgendwas passiert allerdings, weiß ich nicht mehr genau, was das war. Na, aber egal, das kriegen wir ja schon schnell genug raus. Erstmal ein wenig eindreschen und ich meine, wir kommen jetzt zum Glück oft genug hier dran. Auch wenn es nicht so langsam natürlich hier den Ende neigt, aber immerhin. Weiß jetzt allerdings nicht genau, wie viel Damage wir jetzt hier eigentlich machen. Na gut, insgesamt habe ich jetzt gerade nichts gezählt, aber egal, jetzt ist es vorbei. Und er verkriegt sich in seine olle Hütte und heilt sich. Oh, und wie er sich heilt. Alles klar, da müssen wir wahrscheinlich mit Zaubern ran. Gut. Ich könnte jetzt erstmal so mal einen kleinen Test machen. Schwarzmagie, Feuer. Mal kurz mal einen kleinen Test, um zu sehen, ob er Reflekt drauf hat. Hat er nicht. Alles klar, gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich ja hier mit Hadesmagie hier mal machen. Gut, Flair. Und nochmal Flair. Müsste auf jeden Fall die Heilung erstmal stark unterbinden. Okay, machen wir mit den anderen genau das gleiche. Okay, hier haben wir Flair. Ultima wäre mir jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu übertrieben dafür, vor allem weil es mir echt zu lange dauert, das immer einzusetzen. Denn der Schaden hier ist eigentlich auch dafür recht angemessen, muss ich ja sagen. Also gut, weiter geht's. Nochmal hier Hadesmagie und auch Wackel fängt jetzt hier mit Flair-Magie an. Und weiter geht's. Immer schön draufbolzen. Der hält's nicht lange durch. Ich meine, der macht ja sowieso nichts. Ich meine, der schützt sich ja jetzt hier nur in seinem Häuschen. Ich frage mich eigentlich, wie viel HP der jetzt eigentlich überhaupt insgesamt hat. Ich mache mir aber trotzdem ein bisschen Sorgen. Also nicht, dass er jetzt hier gleich so mit einem Mega-Angriff kommt, der uns möglicherweise hier jetzt gleich den Rest geben wird. Darauf hätte ich jetzt natürlich keinen Bock, aber werden wir ja gleich sehen. Einfach erstmal hier weiter draufzaubern. Natürlich kann ich das hoffentlich ja auch nicht ewig machen, weil irgendwann werden wir auch bestimmt die MP hier ausgehen. Warte mal. Okay, das wird eine Weile dauern, bis der wieder dran ist. Könnte ja gut sein, dass er dann erst aus seinem Haus rauskommt. Ja, auf jeden Fall verdammt widerstandsfähig, das Ding. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn er jetzt hier rankommt, dass er dann hier mit so einem komischen Gegenangriff kommt. Aber so wie es aussieht, was hat er vor? Oh, er ist futsch. Oder? Nein, er ist nicht futsch. Ich habe bloß sein Häuschen zerlegt. Na gut. Dann werden wir ihm halt jetzt erstmal so wieder draufschlagen. Also ich denke mal, die Schnecke wird es nicht mehr lange machen. Okay, nochmal Tex und Rapidschlag. Ah, und wir gehen langsam bald hier die MP aus, also viel kann ich ja nicht mehr hier draufschlagen. Mann, Alter, wie viel hält das Teil bloß aus? Millionen Tonnen? Jetzt im Ernst? Oh. Na gut, viel hat das ja nicht ausgelöst. Rico, alles klar bei dir? Ja, ich denke mal schon. Und das war's auch schon. Die Schnecke wurde gepökelt. Naja.
Würde man zumindest behaupten, aber ich habe jedenfalls leider hier gerade kein Salz werfen sehen. Also, was soll's. Oh Mann. Danach wird sich jedes französische Restaurant die Finger lecken, wenn sie dieses Ding hier zu Gesicht bekommen. Ja schön, wir kriegen dafür zweimal Pendel und einen Soldatenschild. Oh, das macht mich jetzt mal ein bisschen neugierig. Was könnte der jetzt nochmal? Soldatenschild. Nichts Besonderes. HP plus 30 plus 20%, also nichts ja, Sehenswertes. Ich habe ja eigentlich auch noch offscreen noch eine Kleinigkeit gemacht. Und zwar habe ich erstmal ein bisschen gefarmt. Erstmal hier megamäßig viel Geld. Über 10 Millionen Gil habe ich hier zusammen. Und ich habe für Tidus hier eine neue Rüstung gebaut. Einen neuen Himmelsschild. Jetzt mit denselben, naja, fast denselben Abilities wie die, die auch Waka und Riku hier tragen. Den einzigen Unterschied, dass ich hier jetzt statt Auto Phoenix Auto Potion eingesetzt habe, weil ich der Meinung bin, das macht sich irgendwie besser. Also wenn zwei Charaktere hier Auto Phoenix haben, das ist eigentlich mehr als ausreichend. Alles klar, wir haben gerade mal 5 Minuten auf der Uhr, also können wir gleich den nächsten hier machen. Und das ist der Ultima Buster. Oh ja. Wie sah der jetzt nochmal aus? Ah ja, genau so. Alles klar. Gut, ich habe jetzt zwischendurch mal geheilt und okay, Rapidschlag. Du brauchst gar nicht versuchen zu blocken. Du schaffst das nicht. Okay, dann glaube ich, weiß ich sogar jetzt noch, welches, wie das Monster jetzt Deus aussehen könnte. Also bin ich ja mal gespannt. Nein, jetzt habe ich sogar gespannt, wie das Vieh hieß, das ich jetzt hier freischalten möchte. Na egal. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Also wenn ich ja jetzt hier alles so gut klappt, dann werde ich ja den Part ja jetzt sowieso jetzt hier noch damit beenden können, dass dieses Monster freigeschalten wird. Ja, und jetzt macht hier Ultima Buster seinen Namen alle Ehre. Aber ich denke mal, der Schaden dürfte nicht zu hoch ausfallen. Immerhin Zauberabwehr 255. Da sollte natürlich nicht allzu viel passieren. Okay, was kommt als nächstes? Ein Schlag, der auch nicht viel macht. Ja, aber wegen der Solaris-Waffeneffekte natürlich wird jetzt unser Schaden ein wenig verringert, weil die HP gesunken sind. Aber das soll mich weiter nicht stören. Wir bolzen einfach weiter drauf. Ich meine, der Schaden ist trotzdem noch ausreichend. Oh, und ich merke gerade, das Vieh besteht aus zwei Teilen. Ah, okay. Rapidschlag. Machen wir erstmal die Rübe aus. Oh, nochmal verzweifelter Konter zum Schluss, oder wie? Okay, Tidus, schnell mal heilen. Genau. Deswegen habe ich ja Auto-Potion angelegt. Okay, seine Arme brauche ich ja zum Glück gar nicht regenerieren. Zu treffen meine ich, also die würden sich ja sowieso bestimmt nach einer Weile wieder regenerieren, so wie es damals bei dieser Zinsschuppe war. Und ich denke mal, ich werde Wacker mal kurz heilen. Wenn man die wieder mal ein bisschen mehr Schaden macht. So, Riku dann auch nochmal ein bisschen. Oh, ups, jetzt habe ich schon wieder natürlich diese verdammte Curse-Merk-Variante jetzt hier noch drinne. Habe ich jetzt total vergessen, dass ich hier nochmal umändern hätte müssen. Aber egal. Oh, noch einmal hier ein Ultima-Zauber. Na gut, der wird ja nicht viel bringen. Habe ich ja gemerkt, der macht immer so um die 2000 Schaden. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen und ja, toll, danke auch. Okay, und weiter geht's. Tech und Rapidschlag brauchen wir bei Riku hier. Oh Mann, der hält aber ganz schön weiter, das muss ich sagen. Na gut, aber den kriegen wir ja schon knallen. Das wird ja keine große Sache. Ich meine, Schnecke war zwar auch widerstandsfähig, aber richtig viel getan hat sie auch nicht. Und da ist er auch schon futsch. Und wir kriegen dafür zweimal Siegesrausch und ein Arc Royal. Okay, der Name klingt interessant, aber ob er auch wirklich so interessant ist? Nicht wirklich, ich meine nur 187 und MP Expander. Oh, nice. Etwas, das ich eigentlich nie benutzen werde, deswegen weg mit dem Scheiß.
So, Medium kann noch bleiben. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Also, alles andere kann ja noch bleiben. Na gut, dann sind wir jetzt hier auch erstmal durch. Und ich quatsch nochmal den Typen hier an. Wir wollen kämpfen. Und ja, zum Schluss kommt jetzt nur noch dieser hier dran, der Himmelsdrache. Ich hoffe mal wirklich, ich habe dann jetzt auch alles richtig gemacht. Nicht, dass ich jetzt auch noch die ganzen normalen Monster hier platt machen muss. Ja, und für den Kampf gegen den Himmelsdrachen dürfen wir hier einen Unterwasserkampf bestreiten, der auch sehr interessant ist, denn der Himmelsdrache kontert. Wenn auch nicht gerade sehr schlagkräftig, aber es könnte natürlich ein bisschen fies werden. Hinzu kommt ja noch, dass das Vieh ja in der Lage ist, uns zu versteinern, aber das muss mich ja nicht stören. Immerhin tragen ja alle hier Schleiferüstungen. Die sollten ja eigentlich den ausreichenden Schutz dafür bieten. Jetzt ist der bloß eigentlich ja, dass er jeden Schlag hier kontern muss. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das kriegen wir auf die Reihe. Und noch einmal Rapidschlag. Und noch einmal Rapidschlag. Und noch einmal. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar, ihn niederzupolzen, bevor er jetzt hier richtig dran kommt. Boah, Mann. Echt gemein. Gut, sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, okay, jetzt ist er gleich dran und wir haben leider immer noch nicht gewonnen. Aber das macht ja nichts. So, jetzt kommt er hier mit seiner absoluten Helligkeit. Oh Gott, das wird hell. Okay. Ehrlich, ich hätte mehr erwartet. Das war ja gar nichts. Das war ja echt gar nichts. Mann, ich bin wohl wirklich ein bisschen zu stark geworden. Dabei war das ja eigentlich alles ja nur für die Vorbereitungen gegen den Richter. Damit ich ja eben halt nicht nochmal alles andere nochmal dazwischen machen muss, hatte ich ja eben halt gleich das gesamte Training absolviert, damit eben halt meine Charaktere sofort gemaxt sind. Tja, und das war's auch schon. Der Himmelsdrache ist auch weg. Und wir sind gerade mal bei 12 Minuten in der Aufnahme. Na super. Gut, wir erhalten dafür einen Goldfinger und zwei Gigantenflügel. Ja gut. Der Goldfinger ist eigentlich nichts Besonderes. Der hat ja nur, soweit ich weiß, Doppel-AP drauf. Ja, Doppel-AP brauche ich allerdings ja nicht. Immerhin habe ich ja schon sogar bereits Triple-AP-Waffen hier. Also, was soll ich damit? Okay, dann werde ich jetzt mal kurz hier nochmal kurz die HP heilen gehen und ich quatsche den Typen mal hier an. Ja, ich bin selbst erstaunt, was für ein Monster ich erschaffen habe. Das muss gefeiert werden, ihr sollt ebenfalls daran teilhaben. Wir kriegen 10 Super-Spheroiden und wollt ihr mal zur Probe kämpfen? Das erste Mal ist kostenlos. Da sage ich sogar ausnahmsweise mal nicht nein. Wir kämpfen jetzt gegen den, stärksten Gegner der Monsterfarm, gegen Deus. Ja, so heißt er, Deus oder Deus, aber ich glaube, man spricht es wirklich Deus aus. Oder Deus, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall können wir da erstmal ordentlich reinlangen. Ja, soweit ich weiß, ist er ja der zweitstärkste Gegner im gesamten Spiel, also neben dem Richter auf jeden Fall die härteste Nuss von Final Fantasy X, also muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass er uns hier nicht allzu sehr auf die Fresse kloppt. Da kommt er jetzt hier schon. Canones Eternales. Oh yeah! Und das Ding macht wirklich Damage. Aber zum Glück nur auf einen, wie es aussieht. Und vielleicht sollte ich mal lieber mal ein bisschen den Schaden noch mal minimieren. Gut ist ja, dass Riku gerade ihre Ekstaseleiste voll hat. Das heißt also, ich könnte jetzt gleich mit ihr mal ein bisschen was basteln. Und mal ihre stärkste Fähigkeit hier rausholen. Welche haben wir hier gehabt? Ja, okay, da hatte ich ja den Mondschleier. Und was hatte ich denn noch genommen? Ich denke mal, dafür kann ich nicht auch einen Pendel nehmen. Und Fallschutz. Damit sind unsere Lebenschancen auf jeden Fall um einiges effektiver. Vor allem, wer jetzt das hier kommt, der Megafunke. Au, 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 au. Ooh, yeah. Kann man mal sehen. Das hat wehgetan. Kann ich ja gleich sofort den nächsten hinterher schmeißen. Nee, das war wirklich heftig. Also, muss ich ja schon sagen. Also, ich meine, er macht zwar nur 20.000 Schaden im Schnitt,
Aber da wir ja hier keinen HP-Expander für unsere Taktik benutzen, ja, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt bin ich allerdings ja mal gespannt. Also hätte ich eigentlich auch die anderen Rüstungen dafür nutzen können. Also ich meine, es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob er Zustände herbeiruft. Oder habe ich mich da jetzt irgendwie verguckt? Na, wie auch immer. Gut, dann machen wir mal weiter. Rapidschlag. Wir können ja eigentlich ja in diesem Zustand erstmal vorerst bleiben. Ja, auf jeden Fall kann es eine Weile dauern. Das schaffe ich auch jedenfalls nicht hier in diesem einen Part, das weiß ich ja jetzt schon. Gut, ja, nochmal auf Unfallschutz habe ich jetzt sowieso gerade keinen Bock. Also erstmal hier Schutzengel mal sprechen. Ja, ich kann ja eh Unfallschutz gerade nicht basteln, weil wir keine Ekstaseleiste haben. Und, oh, dammit. Ja, das macht Schmerzen bis zum geht nicht mehr. Werde ich auch gleich mal lieber auf Wacker mal kurz was zaubern. Und ich überlege eigentlich ja schon, ob es nicht mehr eine gute Idee wäre, dass ich zusätzlich noch drei Gestirn auf die Leute hier benutze, damit sie ja hier eben keine MP mehr verbrauchen müssen. Na, mal sehen. Zur Not habe ich ja immer noch Feinelixiere dabei, also die müssten ja eigentlich auch noch was bringen und... Oh, scheiße, ich habe wieder ein bisschen versaut. Na gut, aber das wird ja schon irgendwie klappen. Inzwischen kommt er jetzt hier nur noch mit physischen Attacken. Also, da kann ja nicht viel passieren. Also nochmal weiter Rapidschlag und ja, Riku, du kannst ja mal wieder mal Schutzengel auf unseren lieben Tidus sprechen, damit er ebenfalls schnell wieder auf die Beine kommt. Und ja, ich denke mal wirklich, ich kann jetzt hier mal die Rüstungen doch ändern. Okay, Rüstungen. Mediarm benutzen. Also ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass er irgendwie Zustände herbeiruft. Das heißt also, ich könnte also mit den Medi-Rüstungen auf jeden Fall den Schaden nochmal gewaltig reduzieren. Naja, mehr oder weniger. Der wäre sogar gar nicht mal so verkehrt. Warte mal, ich werde vielleicht mal ausnahmsweise jetzt mal hier doch mal ein Feinelix hier werfen. Ich will da mal ein bisschen was rumprobieren. Also die Gelegenheit dafür ist ja jetzt gerade ideal, würde ich mal behaupten. Okay, und dann weiter hier. Nochmal wieder ein Rapidschlag. Und ja, Riku, du solltest mal lieber mal wieder ein bisschen den Schutzengel hier anlegen. Okay, und da kommt Canonis Eternalis. Ich denke ja eigentlich, dass es ein physischer Angriff ist, aber ich bin ja mal gespannt, was es jetzt bringt. Okay, der Schaden wurde zwar reduziert, aber nicht ausreichend, um das zu überleben. Ah ja, das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Rapidschlag, genau. Und noch einen Rapidschlag. Und Riku, du bastelst mal wieder ein bisschen. Also das ist jetzt echt mal ganz wichtig. Heiliger Stein, goldene Sanduhr, Wind des Jenseits. Nein, den hier. Ich meine, es wäre jetzt verschade um das Pendel, aber... Ach, ich könnte eigentlich auch Amulette benutzen, die müssten auch reichen. Unfallschutz! Schön, und da kommt ja wieder der Mega-Funke. Das funkt so mega. Ja, und der Schaden ist leider trotzdem zu hoch. Und, au, er löst Giftzustände aus. Naja, das sollte mich aber nicht weiter stören. Denn wir gehen dabei sowieso drauf. Das hätte vielleicht höchstens was gebracht, wenn ich HP-Expander-Rüstungen tragen würde. Also eigentlich macht es wirklich hier keinen Sinn, jetzt die Rüstungen zu tragen. Also gut, schlagen wir einfach weiter drauf los. Rapidschlag und ja, du machst mal wieder hier ein bisschen Bastelei.
Ich meine, ich habe ja eigentlich zum Glück noch genug Items und wenn mir die Mondschleier ausgehen, habe ich aber noch Licht und Sternschleier hier dabei. Die können ja nämlich genauso dafür genutzt werden. Und ich kann ja auch natürlich auch noch die andere Sachen hier miteinander kombinieren. Also die Gigantenflügel kann ich dafür noch nutzen, das Tor der Zukunft. Und ja, wie gesagt, auch noch die Pendel und Wendeballett und Siegesrausch. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber na gut, das ist jetzt eigentlich auch egal. Jetzt haben wir erstmal weiter den Unfallschutz. Oh, und lassen erstmal nochmal hier den Angriff nochmal durchkommen. Und ja, das hätten wir vielleicht sogar überleben können, wenn ich vorher geheilt hätte. Na egal. Gut, Freunde, ich sehe jetzt gerade auf die Uhr und ich würde mal sagen, das ist erstmal eine gute Gelegenheit hier, um den Part zu beenden. Ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, der Kampf ist soweit erstmal noch ganz spannend für euch gewesen. Im nächsten Part geht es dann eben halt weiter und da hoffen wir mal, dass wir ihm da auch schon den Gnadenstoß versetzen können. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss!